Vom Flambieren übers Zubereiten eines Hummers bis hin zum Mixen eines Cocktails. Die Zillertaler Tourismusschulen bereiten die Schüler auf den Job in der Gastronomie vor. Das praktische Arbeiten ist hier also besonders wichtig, im Service, in der Küche und im Barbereich. Barbereich bedeutet Getränke, er bedeutet praktisches Arbeiten vor dem Gast, bedeutet Kommunikation mit dem Gast und ist einfach ein wunderschöner Bereich, in dem man sich hoffentlich wohlfühlt. Der Unterricht muss aber auch Spaß machen. Antonia ist Schülerin der 4. Klasse und hat letztes Jahr ihre Barprüfung bestanden. Aber was macht ihr hinter der Bar am meisten Spaß? Dass man selber einen Cocktail kreieren kann, dass man sehr kreativ sein kann. Man muss sich an keine Vorgaben halten bei den Rezepten. Und wie zum Beispiel bei meiner Barprüfung letztes Jahr habe ich auch Eigenkreation gemacht und ja, habe aber auch Pluspunkte sammeln können. In einer Betriebsküche kann der Umgangston manchmal etwas rauer sein. Aber was die Schüler vor dem Herd lernen, brauchen sie ein Leben lang. Speziell aus meinem Unterricht ist für mich ganz wichtig, dass sie die Liebe entwickeln zum Beruf, dass sie ein Fundament mitnehmen, dass sie der Privatwirtschaft bestehen können, wenn man in der Küche bleibt. Das ist für mich so und auf. Ich finde das Gefühl richtig gut, das Adrenalin im Blut, das ist richtig vielseitig. Man kann alle verschiedenen Sachen machen, von Dessert bis Fleisch, Vorspeisen und von alles. Praxis hin oder her, Theorie muss trotzdem sein. Fremdsprachen und auch computergesteuerter Unterricht, sogenannte E-Tourism-Klassen, sind Teil des Ausbildungsplans. Die Zillertaler Tourismusschule ist eine von 4 Schulen in Österreich, die E-Tourism unterrichtet. Die Zillertaler Tourismusschule zeichnet eine fundierte, sehr praxisbezogene Ausbildung in Gastronomie und Hotellerie zum einen aus, zum zweiten ein starker Technologieeinsatz, E-Tourism, der sehr wichtig ist, und unser Fremdsprachangebot, das nicht nur Englisch, Französisch und Italienisch umfasst, sondern auch Russisch und Spanisch. Für alle Schülerinnen und Schüler ist Pflicht natürlich Englisch und eine zweite lebende Fremdsprache Französisch oder Italienisch. Und jene Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Fremdsprache spezialisieren, haben sogar noch die Möglichkeit, eine dritte lebende Fremdsprache dazuzunehmen, wobei wir da die Auswahl haben aus Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch, neben der Sprache Englisch natürlich. Die Zillertaler Tourismusschulen, eine Ausbildungsstätte, in der die Jugendlichen nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen.